hier ist doch eine Tafel. Die habe ich gar nicht gesehen. Die vier Horus-Söhne, auch Horus-Kinder, Amset, Hapi, Duamutef und Gebechsunef sind Kinder des Gottes Horus, dem Älteren, und der Göttin Isis. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen, in denen bei der Mumifizierung im alten Ägypten die Eingeweide separat beigesetzt wurden. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet. Und so befanden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen an den vier Ecken von Särgen. Aha, vier Söhne, vier Himmelsrichtungen. Steht vielleicht auch da, welche Himmelsrichtungen? Jedem der vier Söhne des Horus ist eine Himmelsrichtung zugeordnet. Die Frage ist nur, welche Himmelsrichtung zu welchem Sohn gehört. Na, das werden wir doch wohl aus dem Museumsdirektor rauskriegen können, oder? Wenn es nicht irgendwo anders steht hier? Nee. Sei denn, wir klicken nochmal eins an. Vielleicht steht's mit dabei. Hapi Lunge. Nee. Okay. Dann nochmal zum Museumsdirektor. Also wenn das nicht als Antwort, als Gesprächsoption dort mit ist, dann ist das Spiel doof. Denn ich würde an der Stelle jetzt einfach zum Museumsdirektor gehen und ihn fragen, denn er weiß es garantiert. Ist ja jetzt nichts so Spezielles. Och nein, ich habe eine wichtige Frage. Och Mensch, das ist doch scheiße. Ach Mann, wie finde ich das denn jetzt raus? Das steht ja auch nirgendwo direkt, oder? An denen steht's nicht dran. Hier geht's bloß zum Keller. Und da steht nichts mehr drauf ansonsten. Also wir wissen jetzt, dass es Himmelsrichtungen sind, aber wir können nichts damit anfangen, weil... Das ist scheiße. Ganz ehrlich. Jedem der vier Söhne des Horus ist die Frage ist nur, welch... Ja, und wie finden wir das raus, ist die Frage. Ich frage mich auch, warum ich den Dingens nicht mehr anklicken kann. Den Falken. Den ich für Horus gehalten hatte, weil Horus... Ja, naja. Okay, vielleicht auf dem Sarkophag, vielleicht steht dort irgendwas dran. Es ging ja um den Sarkophag dabei. Das Museum hat immer noch viel... Das muss... Wirklich? Ach, das ist sowas ist nervig. Er bräuchte bloß gucken, ob dort irgendwo ein paar Hinweise drauf sind, aber nein, das Museum hat immer noch viel zu bieten. Wir haben noch oben die Wachstube, aber ich glaube nicht, dass dort auch nur irgendwas drin ist. Die Steine hier können wir auch nicht betrachten. Ach Mann. Und ich glaube auch nicht, dass es hier unten noch irgendwie weitergeht, oder? Ach, dieses Inventar, manchmal nervt es ein bisschen, dass es immer so einfach aufploppt. Hier gibt es auch noch eine Tafel. Nimm mal die. Die Tafeln übersehe ich ja komplett. Aber die sind auch so klein. Vielleicht steht es hier mit drauf. Sarkophag aus dem Alten Reich. Unbekannter Herrscher. Hier, an den Stirnseiten sind Abbildungen der Schutzgötter Amset und Hapi zu sehen. Erst später wurde es Tradition, alle vier Söhne des Horus an den vier Seiten eines Sarkophags zu zeigen. Jeder Sohn stand dabei für eine Himmelsrichtung. Hapi für den Norden, Amset für den Süden, Gebechsinuef für den Westen und Duamutef für den Osten. Okay, haben wir es jetzt mit drinstehen? Hapi war der Affe, der war im Norden. Amset war der Mensch, der war im Süden. Die anderen zwei, ich habe jetzt gerade keine Lust nachzugucken, ehrlich gesagt. Ich probiere es einfach mal durch. So, der Affe im Norden. Die Frage ist, wie müssen sie angeordnet sein hier? Müssen sie einfach nach Norden zeigen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, der Mensch ist jetzt natürlich gerade... Hier? So, probieren wir das doch mal. Wir haben noch den Falken und den Schakal. Vielleicht aber auch nicht. Ich könnte natürlich auch einfach nachschauen, ich weiß. So, dann machen wir es mal so, dass die nicht kopfüber stehen, sondern vernünftig da hängen. So, da hätten wir zum Beispiel den Schakal und hier den Falken.
Oder auch hier den Falken und hier den Schakal. Und es tut sich genauso wenig. Ich guck doch mal nach, glaube ich. Hallo? Ich kann nicht ins Buch schauen, wenn ich hier drin bin. Okay, super. Das ist natürlich total nützlich. Oh, jetzt hat er mir die Seite wieder weggemacht. Kann ich denn hier nicht irgendwie... Ach, hier. Gut. So, Harpy Norden. Ist der Pavian im Norden? Im Süden der Mensch, wie ich gesagt hatte. Der Schakal im Osten und der Falke im Westen. Okay. Hier also der Falke. Hier der Schakal, den wir mal so drehen. Hier unten der Mensch und hier der Pavian. So, jetzt haben wir sie zumindest erstmal alle nicht mehr kopfüber stehen. Das ist doch schon mal was. Die Frage ist, wie weiterverfahren? Wo müssen sie hin? Wir packen mal den Pavian nach Norden. Den Falken nach Westen. Den Schakal nach Osten und den Mensch nach Süden. Und es funktioniert nicht. Vielleicht müssen sie auch nach innen zeigen. Der Mensch, Falke, der Schakal und der Pavian. Ah, Bingo. Na also. War jetzt nicht ganz einleuchtend. Also man muss dann doch schon ziemlich rumprobieren, finde ich hier, um vorwärts zu kommen. Gut, steigen wir mal die Treppe hinauf. Mal schauen, wo wir hinkommen. Er ist da oben, Robert. Ich weiß es. Das mag alles sein. Gehen Sie in den Wachraum und öffnen Sie die Tore. Nein. Sagen Sie es dem Direktor. Zellner, tun Sie es nicht. Es ist zu gefährlich. Ich lasse mich nicht aufhalten. Jetzt nicht mehr. Könntest du nicht die Taschenlampe mitnehmen wenigstens? Mindestens 200 Stufen. Und noch eine Leiter. Aha. Nanu, wo sind wir denn hier hingekommen? Weitere Überbleibsel aus dem Krieg, würde ich sagen. Und warum auch nicht? So hoch über der Stadt? Das ist der perfekte Ort für eine geheime Funkstation. Gut, was haben wir denn hier sonst noch so? Ich glaube, der Rabe hat das ja auch bloß zum Durchgehen benutzt. Ich glaube nicht, dass er sich hier irgendwie größer häuslich eingerichtet hat, ehrlich gesagt. Das wäre doch ein bisschen zu schnell zu finden. Im Sommer müssen die Temperaturen hier oben höllisch sein. Momentan ist es aber erträglich. Was haben wir denn eigentlich für eine Jahreszeit? Den lasse ich lieber ausgeschaltet. Er würde wahrscheinlich nur Staub aufwirbeln. Wie du meinst? Dann eben ohne Ventilator. Hier sieht es auch gut aus, wenn man sich die Flusen so anschaut, die hier so rumschweben. Okay. Der Stuhl ist als einziger Gegenstand nicht vom Staub bedeckt. Es sieht so aus, als hätte noch vor kurzem jemand drauf gesessen. Hier sind zwei Handschellen befestigt. Unangenehm. Wurde hier jemand verhört? Der Rabe? Wenn ich nicht irre? Warum treten Sie nicht ins Licht? Oh. Ah, nee, oder? Ach. Jetzt muss ich ja auch noch eine Vermutung abgeben. Die Miss Meister ist gar nicht dabei, obwohl ich die ja am ehesten vermutet hätte. Gebhardt, nein. Lucien, nein. Inch. Also Lucien wäre unsinnig, weil der hätte den Stein einfach nicht rausrücken müssen und wäre halt weg gewesen, ne? Inch. Nee, glaube ich nicht. Kreuzer auch nicht. Also ich tippe Legrand. Ich tippe auf Legrand einfach mal. Inspektor Legrand. Legrand? Ha! Wenn ich es ihm doch nur in die Schuhe schieben könnte. Nein, Wachtmeister Zellner. Doch, Inch, verdammt. Mr. Inch? Es ist erstaunlich, wie weit Sie es gebracht haben.
Ich dachte, der junge Legrand würde mein gefährlichster Gegenspieler sein. Doch wie es scheint, hätte ich mich vor dem Alter in Acht nehmen müssen. Inch wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ich fand ihn schon irgendwie verdächtig. Der war nicht ganz sauber. Und, naja. Gut, aber ich hätte Legrand noch eher vermutet, dass er vielleicht irgendwie einen Knacksack hat und dann vielleicht der Rabe mit selber ist. Gut, dann bin ich mal gespannt, was er so zu berichten hat. Die Bombe im Zug. Seit wann riskiert der Rabe Menschenleben? Ich wusste, dass Legrand sich nach der Nummer in London an meine Fersen heften würde. Er ist ein gefährlicher Mann, Herr Zellner. Er hätte mich schon einmal fast erwischt. Und das ist Grund genug für einen Mord? Es war nicht mein einziger Grund. Auge um Auge, Wachtmeister Zellner. Okay. Was ist mit dem Mord an der Baronin? Hatten Sie damit auch etwas zu tun? Der Tod der Baronin war nie Teil des Plans. Dr. Gebhardt hatte eine Rechnung mit ihr offen und kam mir in die Quere. Die Tresorschlüssel waren Ihnen egal? Ich hatte nie vor, das Auge aus dem Tresor zu stehlen. Ich wollte immer hier im Museum zuschlagen. Was ist mit Gebhards Geständnis? Eine nette Idee, finden Sie nicht? Sie hält mir den Inspektor vom Leib. Zumindest für einige Stunden, bis das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Genau das. Genau das dachte ich mir. Warum wollten Sie das zweite Auge hier stehlen? Das Auge lag lange in Zürich in der Bank. Unmöglich, da heranzukommen. Dann der Tresor auf dem Schiff. In Legrands Kabine. Zu kompliziert. Ich erfuhr vom Geheimkeller unter dem Museum und konnte in Erfahrung bringen, wie das Sicherheitssystem funktioniert. Ursprünglich wollte ich den großen Auftritt heute Abend bei der Gala, aber nun ja, die Ereignisse forderten eine Änderung des Zeitplans. Nicht zuletzt ihretwegen, mein schnüffelnder Freund. Das Gemeine ist, ich finde, es gibt keine wirklichen Hinweise darauf, wer der Rabe ist. Also man kann wirklich eigentlich nur ins Blaue raten, irgendwo. Ich wüsste zumindest wirklich nichts, was direkt auf Inch hinweisen könnte. Es gab ja, also klar, so ein paar Hinweise gibt es bei jedem irgendwie. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt einige, die irgendwie verdächtig sind. Habt ihr aber mal zwischendurch verdächtigt. Auch Mr. Inch, aber ja, so richtig hat man nirgendwo den Hinweis drauf. Ne? Das finde ich ein bisschen doof. Das finde ich ärgerlich. Wie war das alles möglich? Wie haben Sie im Zug die Nachricht auf den Tresor gelegt? Woher wussten Sie, dass Gebhardt die Baronin ermordet hatte? Und die Sprengladung unter der Schatzkammer? Wie konnten Sie all das schaffen? Selbst wenn Ihr Arm nicht taub ist? Oh, er ist es, glauben Sie mir. Ich brauchte in der Tat Hilfe. Einen Laufburschen, der Beine und Arme für mich ersetzte. Ein Laufburschen? Ach, doch. Ah, Adil. Das verspricht interessant zu werden. Er ist sehr talentiert, aber auch unzuverlässig. Er hat seinen eigenen Kopf, eigene Pläne. Nicht wahr, Adil? Ich wollte nie, dass Blut vergossen wird. Aber es ist Zeit für eine Ausnahme. Tss. Dabei hat er nur eine Sache nicht bedacht. Ich habe hier die Fäden in der Hand. Immer. Ende der Geschichte.